My Father's Death, der Tod meines Vaters, heißt diese Installation der tibetischen Künstlerin Sonam Dolma-Braun in der Ausstellung Erleuchtet, die Welt der Buddhas im Museum der Kulturen Basel. Bei dieser Installation wurden 49 tibetische Mönchsroben angeordnet, die starke Benutzungsspuren aufweisen und teilweise auch schon geflickt wurden. Im Inneren sehen wir 9 Objekte stehen, die vielleicht an Cupcakes erinnern. Es handelt sich allerdings um Chachas, das sind Votivgaben oder auch Amulette zum Schutz, die aus Lehmerde hergestellt werden. Und dieser Lehmerde werden gerne auch pflanzliche Bestandteile, Medizin, Mineralien oder eben auch die Asche Verstorbener beigemengt. Der daraus entstehende Teig wird in Model gedrückt und insofern sind diese Objekte unendlich reproduzierbar. Und mit dieser unendlichen Reproduktion vermehrt man das spirituelle Verdienst schon in der Produktion, aber auch beim Mittragen, beim Verwenden und damit auch das Verdienst und den Schutz für alle fühlenden Wesen. Ganz typisch im Mahayana-Buddhismus, nicht nur an den eigenen Weg zu denken, sondern auch alle Wesen mit einzubeziehen. Die Form, also das Modell für diese Chachas, die hier in der Mitte stehen, hat die Künstlerin damals auf ihrer Flucht aus Tibet mitgenommen, bei der auch ihr Vater ums Leben gekommen ist. Welches Objekt würden Sie auf eine Flucht mitnehmen?